In CSS gibt es einen Selektor, der alle HTML-Tags auswählt. Und mit dem werde ich ein Beispiel machen, das ein bisschen skurril ist, das ich aber ziemlich interessant finde. Ich habe hier ein HTML-Dokument mit ziemlich viel Text drin und vor allem gibt es hier rechte Verschachtelungen. Es hat hier zum Beispiel einen Header und dort drin eine Navigation und dort eine Liste und Liste-Items und dann Links. Oder es hat einen Hauptteil, Main, Article, Section und dann Paragraphen und dort drin jetzt wiederum einen hervorgehobenen Text, also das würde kursiv gerendert, mit wiederum einem Link drin. Also recht viel Verschachtelungslevels. Ich gehe jetzt ins Stylesheet. Und bevor ich jetzt den omnipotenten Selektor zeige, muss ich vielleicht noch etwas vorausschicken. Man kann Selektoren hintereinander schreiben. Also ich kann zum Beispiel sagen Main und dann P und dann eine Regel dazu. Und dann zum Beispiel eine Farbe, eine rote Textfarbe und das Abspeichern. Und jetzt sind die Paragraphen zwischen den Tags Main sind jetzt rot eingefärbt worden. Aber nicht der Paragraph, der im Footer innen ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Regeln kopiere, jetzt habe ich eine Regel für alle Paragraphen im Hauptteil und eine Regel für alle Paragraphen im Footer. Jetzt sieht man, dass die im Hauptteil werden rot gerendert und der im Footer wird blau gerendert. Also das heisst, wenn man Selektoren hintereinander schreibt, dann meint man mit dem eine Hierarchie oder eine Verschachtelung. Alle P's im Main oder alle P's im Footer. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Beispiel. Der Selektor, der alles bedeutet, ist der Stern. Und ich mache jetzt für den Stern eine Umrisslinie, wo ein Pixel dick ist, wo durchgezogen ist und wo rot ist. Und jetzt sehen wir, dass jeder einzelne HTML-Tag eine rote Kiste bekommen hat. Also da ist ein Textparagraph und dort drinnen hat es kursiven Text und im kursiven Text hat es einen Link. Und das alles wird durch HTML-Tags repräsentiert und die haben jetzt alle eine rote Umrisslinie bekommen. Und jetzt mache ich eine zweite Regel mit zwei Sternen. Man macht dort auch wieder eine Umrisslinie, ein Pixel dick, durchgezogen und grün. Und jetzt sieht man, dass es noch eine rote Linie hat, zuerst außen. Das ist hier um den Body Tag. Und alles, was nachher drinnen ist, ist grün. Und jetzt schreibe ich eine Regel mit drei Sternen. Das mal die Orange. Und jetzt haben wir eine rote Linie für den Body, eine grüne Linie für den Header, für Main und für den Footer und alles, was nachher kommt, ist Orange. Und jetzt kann man so beliebig weitermachen und immer einen Stern anhängen. Ganz sicher, wie viele Levels das es gibt. Vielleicht brauche ich dann eine weniger oder eine mehr. Jetzt nehme ich das Violett und dann das Hellrot und dann ein blasses Violett und dann ein Goldgelb.
Balkon, also hellgrün. Und jetzt habe ich in meinem Dokument einen Fehler, und zwar Ziele 22. Ich denke, da stimmt etwas nicht. Die Farbe hat kein E am Schluss. Jetzt stimmt es, glaube ich. Jetzt habe ich zugestossen, eine rote Umrandung und dann eine grüne und dann eine orange und dann eine violette und dann eine rote und dann sehe ich es nicht recht und dann eine gelbe und zu unterstunden ist es hellgrün. Also das heisst, das Kurile an diesem Beispiel ist, obwohl ich keinen bestimmten Selektor angebe, sondern immer den gleichen Selektor, und zwar der, der alles bedeutet, kann ich doch die Hierarchie auszeichnen und für jedes Level von der Verschachtelung eine andere Farbe, eine andere Umrisslinie geben und so die Hierarchie sichtbar machen. Was man übrigens auch sieht, da ist, dass obwohl in meinem Stylesheet keine Information zum Weissraum steht, dass bestimmte Kisten einen Abstand zueinander haben und andere nicht. Und das zeigt, dass der Browser immer schon eine gewisse Voreinstellung hat, wie gewisse Textsorten voneinander abgrenzt werden.